Mama ist auf dem Weg zur Arbeit. Oh, das muss ein Kindermädchen sein. Es ist das Barbie-Kindermädchen. Sie glitzert so schön. Schön, dich kennenzulernen. Das muss die liebe Molly sein. Wer ist das denn? Ich mache auf für dich. Eine Fledermaus? Es ist das Vampir-Kindermädchen. Ich bin dein neues Kindermädchen. Tja, ich gehe jetzt besser. Das war's also? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Es ist Zeit zu schlafen. Hier ist dein Kopfkissen. Los, leg dich dahin. Hier? Aber das ist doch ein Sarg für Vampire. Ich werde den Deckel jetzt schließen. Nein, ich habe Angst. Gute Nacht. Ich sollte sie einsperren, damit sie gut schlafen kann. Molly? Oh Mist, ich muss dir verstecken. Hast du Molly da drin gefangen? Ach du meine Güte, geh aus dem Weg. Was auch immer. Molly, bist du da drin? Kindermädchen, ich hatte solche Angst. Du bist so eine böse Fledermaus. Ich wollte dir nur beim Einschlafen helfen. Komm schon, ich werde dir helfen, dich besser zu fühlen. Wie wär's mit einer Einhorndecke? Einhorn? Juhu, die ist so bunt. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Oh, sie schläft. Gute Nacht. Drück dich. Lass mich mal sehen. Ey, Git, dein Zahn ist kaputt. Ich weiß genau das Richtige. Ganz nach alter Schule. Wickle etwas Garn um den Zahn und wir ziehen ihn heraus. Bist du bereit? Nein, es wird wehtun. Sei kein Baby. Wir ziehen es mit der Tür heraus. Haja! Was war das? Diese Vampiren. Ich werde sie mit einem falschen Kreuch verscheuchen. Husch! Ah, nimm es weg. Hau ab. Schon gut, ich bin jetzt hier. Ich habe einen besseren Plan. Zahnärztin Barbie ist da. Diese Werkzeuge sehen furchterregend aus. Wie kann ich sie überzeugen? Warte, ich habe eine Idee. Ich werde die Werkzeuge mit Schmetterlingen verzieren. Einen für die Pinzette und einen für den Bagger. Schmetterlinge! Ihr schönes Lächeln ist zurück. Ich will Barbie einen Haarschnitt verpassen. Ein kleiner Schnitt hier. Autsch! Ich habe mich in den Finger geschnitten. Nein, ich bin verletzt. Ich rieche Blut. Wow, Essen. Gib mir dein Blut. Nein, nein, friss ihn nicht. Ich habe einen Lutscher mit Blutgeschmack für dich. Das ist lecker. Jetzt kleben wir ein Pflaster auf deine Wunde. Nein! Was kann ich tun? Oh, ich habe eine Idee. Leg den Gips hin und hol einen Stift. Ich will etwas Lustiges auf den Gips malen. Kommt dir das bekannt vor? Es ist ein Einhorn. Das wird Molly gefallen. Noch eine letzte Sache. Ich muss die Spitze abschneiden, um es sicher um ihren Finger wickeln zu können. So, fertig. Es ist ein Einhorn, ich liebe es. Ich muss meine Zähne putzen. Vielleicht müssen wir für die nächste Person ein neues Rohr kaufen. Sie wird noch den ganzen Boden verschütten. Pass auf. Wow. Oh. Was ist hier los? Du, gib mir das. Sieh dir deine dreckigen Zähne an, Igitt. Ich werde dir neue Reißzähne verpassen. Das ist schwer zu beißen. Genau wie ein echter Vampir. Bist du bereit? Derjenige, der am längsten Zahnpasta rausdrückt, gewinnt. Ich habe gewonnen. Was ist mit deinen Zähnen passiert? Warum hast du Reißzähne? Weil wir Zwillinge sind. Stimmt's? Das ist eklig. Ich habe, was du brauchst. Eine Einhornzahnbürste. Sag A. Lass es einfach ein bisschen einwirken und tada, deine Zähne glänzen. Das ist ein Barbie-Lächeln. Und M&M's. Aha, ich hab's. Als nächstes Erdbeersaft. Ich gieße ihn jetzt ein. Ha, was kommt als nächstes? Es muss hier sein. Hey, das ist mein Pikachu. Gib es zu. Oh je, Pikachu macht eine Spritztour. Ha? Schau, was du getan hast. Du hast ihn ein flauschiges Dessert verwandelt.
Was ist denn los mit dir? Oh, dein armes Pikachu. Oh je, das wollte ich nicht. Warte, ich sehe dir diesen Löwen an. Ein Löwe? Er sieht süß aus. Nein, das ist ein Monsterlöwe. Okay, das ist gruselig. Jetzt habe ich kein Plüschchen mehr. Mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Plan. Zuerst schneide ich ein Stück Nanotape ab. Das sollte reichen. Dann fülle ich die Hälfte des Bandes mit roter Farbe aus. Lege einen Metallstrohhalm dazwischen und blase ihn auf wie einen Ballon. Jetzt, wo er wie ein Ball geformt ist, muss ich nur noch ein paar Formen zeichnen. Kommt dir es bekannt vor, oder? Das ist ein Pokéball. Zu jedem Pokéball gehört ein Pokémon. Schneide ein weiteres Stück Nanotape ab und fülle es mit gelber Farbe aus. Puste sie alle in verschiedenen Größen auf und füge sie dann zu einem Körper zusammen. Vergiss die Ohren nicht. Jetzt ist es an der Zeit, das Gesicht und die funkelnden Augen zu zeichnen. Pikachu ist fast fertig. Ihm fehlt nur noch eine Fliege. Tada, er ist so matschig. Pikachu und ein Pokéball. Wow, Pikachu ist so knautschig. Ich liebe es. Ich muss dieses Pokémon fangen. Ah, es ist so schwer. Endlich. Ich brauche Klopapier. Dieses Mädchen braucht einen Stoppknopf. Da will sich jemand als Mumie verkleiden. Ich habe so viel Klopapier gezogen. Warte, Molly. Was hast du getan? Sieh dich an. Lass uns das Klopapier von dir abmachen. Oh, da ist so viel Klopapier. Was für eine Sauerei. Naja, ich mache bessere Spikes auf den Klopapierstreifen. Molly wird jetzt nicht mehr benutzen. Ich muss mal pinkeln. Huh? Klopapier mit Stacheln? Barbie! Was ist denn los? Was hast du getan? Du hättest sie verletzen können. Aua, das ist so scharf. Ich weiß, was zu tun ist. Ein Luftballon. Ich zeig dir, wie du es sauber machen kannst. Nimm einfach ein Stück Klopapier und wisch es mit einem einzigen sanften Wisch ab. Das ist ganz einfach. Ich weiß, oder? Nächstes Mal machst du es besser. So, jetzt bin ich auf der Toilette dran. Hey, Privatsphäre bitte. Hat sich der Sarg einfach von selbst geöffnet? Oh, das Vampir-Kindermädchen wacht auf. Ah. Was ist das? Ist das ein Bonbon? Mach den Deckel zu. Pass auf! Du hast meine Finger verletzt! Ich liebe diesen Teil. Nanny, ich bin verletzt. So nervig. So, das war's. Halt die Klappe. Molly, ich bin wieder da. Puh, das ist kein Essen. Oh nein, was ist denn mit deiner Hand los? Eine Poolnudel, was? Ich weiß was. Ich werde die Poolnudel aufschneiden. Das sieht perfekt aus. Ich benutze sie als Stöpsel, damit du dir beim Schließen des Deckels nicht die Hände einklemmst. Es hat geklappt. Und jetzt zu deinem blauen Fleck. Da springen wir etwas Medizin drauf. Du hast dir einen Lutscher verdient, weil du so tapfer warst. Juhu, das ist mein Lieblingslutscher. Mr. Flamingo ist hungrig. Ich möchte ihm Nutella-Zahnpasta geben. Hier, bitteschön. Mit ein paar Streuseln kann man nichts falsch machen. Nom, nom. Oh. Oh nein, Mr. Flamingo muss auf die Toilette. Er hat eine super schnelle Verdauung. Zu spät. Mein Kleid. Was ist das? Du hast mich im Schlaf gestört. Ha? Du brauchst ein neues Kleid. Ich hab es. Garn und eine Nadel? Sieht aus, als bräuchtest du einen dünneren Faden. Ich weiß. Es ist Zeit zu improvisieren. Ich werde meine Reißzähne als Stricknadel benutzen. Voila, ein Designer-Vampir-Umhang. Probier ihn an. Ich mag ihn nicht, deswegen. Mein perfektes Modell. Oh Mann, seit wann steht Molly auf Vampirmode? Was ist denn das? Ist das Kacke auf deinem Kleid? Keine Sorge, ich hab dich. Hey, was hast du mit der Tischdecke vor? Ich muss sie erst über Molly drapieren. Ich mache ein Loch für deinen Kopf und zwei weitere für deine Arme. So.
So ist es gut. Zum Schluss noch eine Schleife. Und du siehst aus wie eine schicke Puppe. Barbie-Mode enttäuscht nie. Billiger Geschmack. Ich werde einfach wieder schlafen gehen. Oh mein Gott. Sind das blutige Handabdrücke? Wo ist das Essen? Warte, ist das Molly? Das ist nur Farbe. Hallo, Kindermädchen. Du musst jetzt aufräumen. Ich habe keine Lust dazu. Geh rein ins Bad. Ich habe immer noch Spaß hier. Ich werde dein Bad vorbereiten. Ich fülle es zuerst auf. Ich glaube nicht, dass Blut ein gutes Reinigungsmittel ist. Natürlich ein böses Entlein. Los geht's, steig ein. Aua, wird Molly ein Bad nehmen? Ist das Blut? Was? Das ist ein typisches Bad. Das sieht aus wie ein Opfer. Ich mach das schon. Ich habe eine Idee. Blasen! Komm her, hier gibt es noch mehr Blasen. Noch besser, eine wolkige Badebombe. Sieh dir das an. Siehst du, sie breitet sich aus wie ein Regenbogen. Bunte Bäder machen einfach mehr Spaß. Nimm noch mehr Schaumblasen von Mr. Krabs. Habt ihr Spaß? Ja, Seifenblasenparty! Juhu! Das sieht langweilig aus. Oh oh, ist das ein Vampir? Was ist das für ein Geräusch? Ist da jemand? Hallo? Ich kann nicht sehen. Hinter dir? Ich spüre eine Präsenz hinter mir. Ich werde dich fressen. Hey, lass sie in Ruhe, Fledermausmädchen. Hä? Ich habe nur mit ihren Spielsachen gespielt. Eine Knoblauchpistole? Nimm das. Es brennt. Geht es dir gut? Brauchst du ein Licht? Diese Taschenlampe ist zu langweilig. Wow, eine Barbie-Lampe. Molly wird sich ihren Traum erfüllen. Gute Nacht. Mit Barbie ist alles besser. Igitt, irgendjemand muss dir ein Taschentuch geben. Oh yeah, Butler. Du weißt, was zu tun ist. Aber wofür ist das Kuscheltier? Dieses kleine Ding ist gerne Schleim. So, jetzt bist du ganz sauber. Du bist so schmutzig. Lass mich das für dich abwischen. Igitt, diese armen Leute. Komm, lass uns ins Kino gehen. Zwei Karten für Hotel Transylvanien. Hier sind unsere Karten. Ist das Papa Longlegs? Was hat er vor zu tun? Warum ist es hier denn so dunkel? Aua, wo sind die Lichter? Ist das eine Hand? Warte, das kommt mir bekannt vor. Was ist das? Etwas berührt mich. Ich spüre es auch. Es ist Mama Longlegs. Vampire werden mit einer Belohnung von $100.000 gesucht. Nein! Jetzt haben wir sie erwischt. Geh in deine Zelle, beeil dich. Komm schon, nicht trödeln. Rein mit dir. Wir haben gute Arbeit geleistet, Partner. Ich kann nicht glauben, dass wir wirklich im Knast sind. Oh, ist das eine Maus? Sieh mal, Schatz, wir haben Essen. Sieht so aus, als ob wir ein Nagetier zum Mittagessen haben werden. Willst du was? Nimm das Ding von uns. Es ist lecker. Wir können hier nicht bleiben. Polizei, bitte bringen Sie uns in eine andere Zelle. Oh, wie wäre es, wenn ich dafür bezahle? Na gut, wir nehmen es. Gib her. Okay, meine Damen, wir verlegen euch in eine neue Zelle. Alle und wir sind aufgeregt. Ich schätze, diese Zelle gehört jetzt ganz uns. Aus wird es gut gehen. Da sind wir. Deine brandneue Zelle. Rein mit dir. Lass uns das Geld verprassen. Ich liebe unsere neue Zelle. Ganz dunkel und grüblerisch. Genau wie ich es mag. Aha, fast hätte ich dich erwischt. Was jagt Mama? Eine Maus? Komm her, sei nicht so schüchtern. Hab ich dich. Süße, das Essen ist fertig. Wer ist wie keine Maus? Nein. Was haben wir denn sonst noch? Essen. Wer will essen? Ich verkaufe frisches Brot und Obst. Ich brauche Essen. Kann ich etwas haben? Nein, du bist arm. Bitte?
Gut, du kannst etwas Brot und Brei haben. Aber die sehen alt aus. Ich denke, das wird reichen. Sadie? Nein, das sieht hässlich aus. Wie kann ich es besser machen? Ich weiß. Was hat Mama vor? Ich nehme ein Stück und schneide es in zwei Hälften. Perfekt. Die eine Hälfte legst du eine Weile beiseite und auf die andere schreibe ich RIP mit Senf drauf. Voila. Leg es auf den Brei und es sieht aus wie ein Friedhof. Iss auf. Wow, das ist so cool. Ist es lecker? Ja. Meine Fähigkeiten sind unübertroffen. Ich bin so hungrig, ich bin wahnsinnig unaufhörlich. Verdammt mich, Mama. Wir finden schon etwas zu essen für dich. Polizist, komm her. Was ist denn los? Gib mir eine Auswahl essen. Meine arme Tochter ist am Verhungern. Igitt, okay, wir haben verschiedene Gerichte für dich vorbereitet. Bringt sie herein. Als erstes haben wir ein süßes Mädchen. Ihr Blut schmeckt wie Kaugummi-Lolli. Probier es mal. Wow, yum. Thanks, süß. Warte, mag mich. Tut mir leid, jetzt geh einfach. Was kommt als nächstes? Decke ist ein Sportskanone. Dank des vielen Schweißes ist sein Blut salzig. Yum. Igitt, das gefällt mir nicht. Ich wette, du wirst das sauber, Mädchen. Mögen. Sie schmeckt nach Zitronen. Yum. Zu sauer? Wie wär's mit etwas würzigem Blut? Hey, hast du nichts Anständiges zu essen zu geben? Lass mich im Vampir-Rezeptbuch nachsehen. Ah, ich weiß, was du magst. Tada, eine verdammt rote Suppe. Nein? Ha, was wenn ich... Ist das ein Gummiauge? Für den extra Geschmack, das sieht erschreckend gut aus, was? Wahnsinn, ich will's probieren. Das ist das Beste. Ich geb dir zwei Daumen hoch. Oh, schmeiche mir nicht. Die arme Sadie ist erkältet. Was war das? Hoppla, Sadie hat gerade einen riesigen Schleim genießt. Oh, du armes Ding, du glühst ja förmlich. Lass mich das abwischen. Igitt, da sind noch Schleimreste vom letzten Mal. Ich weiß, ich habe vergessen, dass ich meine Socken anhatte. Mama hat alles dabei, um den Schleim abzuwischen, außer einem Taschentuch. Wie eklig. Was machst du mit deinem Fieber? Du bist kochend heiß. Oh, ein Arzt. Es ist nur Mama Longlegs mit einer gruseligen Riesenspritze. Zeit, dir eine Spritze zu geben. Nein, ich hab seit Angst. Was? Wo ist sie hin? Meine Tochter verwandelt sich in eine Fledermaus, wenn sie Angst hat. Komm her. Du bekommst diese Spritze, damit du wieder gesund wirst. Los, Doc. Ich bin schon dabei und los geht's. Nein, ich hab wirklich Angst. Aber du musst unbedingt diese Aufnahme machen. Warte, lass mir etwas überlegen. Ist das ein Hasenplüschtier auf einer Spritze? Nimm das. Eine Kaninchenspritze? Sieht weniger gruselig aus. Ich denke, es wird funktionieren. Oh, ist sie süß. Es hat nicht einmal wehgetan. Oh ja, mein genialer Trick hat funktioniert. Es ist Mittagszeit. Oh, Spaghetti. Wir haben eine Blutsoße und eine Knoblauchsoße. Du musst die Knoblauchsoße probieren. Oh nein, Vampire sind allergisch gegen Knoblauch. Ich danke dir, das sieht köstlich aus. Ich bin so gespannt auf das Essen. Huh? Ich rieche Rauch. Ich brenne. Knoblauch? Es tut mir so leid, ich rufe einen Arzt. Es ist so heiß. Ich habe einen Erste-Hilfe-Gast dabei. Oh, das sieht aber schlimm aus. Ich werde deinen Mund zuerst mit einem Eistier untersuchen. Mach auf. Du hast starke Reißzähne, Kumpel. Halte durch, ich habe Medizin für dich. Bluttropfen für deine Vampirzunge. Ich schütte ein paar Tropfen in das Glas und es wird dich heilen. Trink aus. Ich mag das nicht. Lass mich mal sehen. Igitt, das riecht ja übel. Ist das ein Vampirlutscher? Tauche ihn einfach in die Blutstropfen, damit er süß schmeckt. Tada! Ja,
Hallo, Pop! Cooler Trick. Vampire sind so schlau. Endlich hat es geklappt. Oh nein, was hat Sadie mit dem Pfahl vor? Ich werde dich töten. Meine Hand. Ich habe einen Schrei gehört. Was war das? Lass mich mal sehen. Hast du einen Splitter? Lass uns den Pflock wegwerfen. Das war knapp. Was soll ich tun? Ich werde versuchen, sie mit meinen Reißzähnen herauszuziehen. Nein, das tut weh. Etwas anderes. Aha, ich weiß. Eine Spritze? Ich werde die Spritze benutzen, um den Splitter herauszusaugen. Und los geht's. Es hat geklappt. Ich bin ein Genie. Du bist meine Heldin, Mama. Ich werde jetzt gehen. Pass auf! Meine Tochter. Was? Oh nein. Ist schon gut, Süße. Meine Hand. Nicht weinen. Du bring das in Ordnung oder ich werde dir auch wehtun. Wow, hör auf. Das war ganz schwindelig. Ich habe eine Idee. Was wird sie mit der Fledermaus machen? Ich hab's. Ich werde die Fledermaus an das Gitter des Gefängnisses kleben, damit sie verhindert, dass sich die Tür schließt. Clever, oder? Oh, super. Es funktioniert definitiv. Diese Fledermaus ist so squishy. Wow, die Tür zerbricht mir nicht mehr meine Hand. Oh nein, ohne Haare siehst du hässlich aus. Was ist denn los? Lass mich deine Barbie sehen. Arme Puppe. Sie braucht eine neue Frisur, ha? Huh? Ich weiß. Eine Schere. Schneide die Spitze eines Luftballons ab und wickle ihn um Barbies Kopf. Jetzt ist es Zeit für eine Klebeaktion. Ich werde Barbies Kopf mit Kleber bestreichen. Ich muss sicherstellen, dass ihr ganzer Kopf bedeckt ist. Und als ultimatives Opfer gebe ich Barbie ein paar Teile meiner Haare. Ein Haarschnitt macht mir nichts aus. Sieht gut aus. Ich werde diese Strähne auf Barbies Kopf auftragen. Und sie ist frisch vom Friseursalon. Hier. Wow, sie ist so hübsch. Danke, Mama. Barbie ist auch glücklich. Juhu. Oh, Melly hat heute Lust auf ein Styling. Wird sie sich wirklich die Haare schneiden? Warte, ich kann das nicht in meinen eigenen Haaren machen. Und wenn ich es bei Mama mache, schaut ihr Lockenzopfern. So verlockend. Jetzt geht's los. Nun, das ist eine Möglichkeit, ganz einfach einen Bob-Haarschnitt zu bekommen. Meine Haare, was hast du getan? Warum hast du meinen Zopf abgeschnitten? Es tut mir so leid, ich wollte nur meine Friseurin sein. Oh, komm mir nicht mit diesem Welpenblick. Hä? Huh? Ist das ein neuer Haartrend? Wie kannst du es wagen, dich über mich lustig zu machen? Das ist ein hypnotisierendes Spiel. Huh? Ich zwinge dich dazu, dir von meiner Tochter die Haare schneiden zu lassen. Ich werde mir von deiner Tochter die Haare schneiden lassen. Es hat geklappt. Komm rein, willkommen mal des Friseursalon. Ich brauche einen Haarschnitt. Hallo, du? Einen Bob schneiden lassen? Hier, ich schneide ihn dir. Wow, so viele rosa Haare. Nehmen wir sie alle auf. Oh je, da wird jemand mit einer Glatze nach Hause gehen. Wenn du eine Glatze hast, musst du dir keine Sorgen für fixe Haare machen. Du wirst mir später dankbar sein. So, du siehst perfekt aus. Huh? Was ist gerade passiert? Was zum? Wo sind meine ganzen Haare? Ah, du freches Kind! Mama und Sadie schlafen friedlich, aber nicht lange. Nicht, wenn du deinen Fuß so heraushängst. Hier kommen die Krallen des Monsters. Er wird Sadie mitnehmen. Ha? Mama! Was ist denn los? Brennt es etwa? Was ist los? Es wird alles gut, mein Schatz. Mama wird dich beschützen. Was soll ich tun? Oh, ein Kleiderschrank. Ich weiß was. Bleib hier. Was hat Mama vor zu tun? Der Schrank sieht so aus, als ob zwei Leute hineinpassen würden. Ich brauche nur ein Kissen hier. Komm, Sadie.
Okay, ich komm ja schon. Ich sehe, es ist ein behelfsmäßiger Vampirsack. Jetzt sind sie sicher und geborgen. Hau ab, du Monster. Du hast keine Chance. Gib einfach auf. Einfach so schlafen die beiden wie ein Stein. Dieser Lippenstift steht mir gut. Au, was so? Mama, fang die Kissen! Hey, los, geh schlafen. Es ist Zeit fürs Bett. Hör auf, herumzuspringen. Aber ich will nicht in diesem Bett schlafen. Es ist hässlich und ungemütlich. Wir haben keine anderen Betten. Warte mal, ich weiß. Hey, Polizist! Was will sie denn? Was ist los? Du musst dieses Bett ersetzen. Ersetzen? Wir haben es doch schon. Das Bett ist fertig. Wahnsinn! Ein nagelneuer Sack für deinen kleinen Vampir aus Gold. Ich will es versuchen. Das ist so gemütlich. Ich mag es sehr. Na, dann lassen wir dich mal lieber in Ruhe. Oh, das ist perfekt. Ich bin so froh, dass es dir gefällt. Gute Nacht, mein Schatz. Oh, du bist es nur. Auch kleine Vampire brauchen Monster, die ihnen eine gute Nachtgeschichte erzählen. Es hat geklappt. Molly ist fest eingeschlafen. Schlaf verdammt gut. Oh, ich habe einen Apfel gefunden. Ich Glückspilz. Ich will ihr ein Makeover geben. Ich fange mit der Grundierung an, topfe sie mit einem Pinsel auf. Dann male ich ihr mit einem Augenbrauenstift das Gesicht nach. Nase, Mund und Mandelaugen. Ich will ihr schmollende rote Lippen geben. Und ein süßes Rouge und blauen Lidschatten. Ich bin fast fertig. Sieht perfekt aus und köstlich. Aua, mein Zahn. Lass mich mal sehen. Oh nein, nicht dein Reißzahn. Das ist schlecht. So ein unverschämter Apfel. Polizist, können Sie mir helfen, den Zahn meiner Tochter zu reparieren? Was soll ich denn tun? Gib mir ein Kaugummi. Ich habe ihn schon gekaut, aber wenn du drauf bestehst, ja, bitte sehr. Ja, genau wie Spielknete. Jetzt wollen wir mal meine Fähigkeiten beim Formen testen. Ich habe es geschafft. Ein behelfsmäßiger Reißzahn. Sieh mal, ich habe dir einen Reißzahn zurückgebracht. Er passt genau. Juhu! Ups. Jetzt gibt es erstmal keine Äpfel mehr. Okay, ich bin nur froh, dass ich meinen Reißzahn wieder habe. Mama Longlegs ist ganz schön hinterhältig. Wow, das sieht aus wie ein Snack. Ich möchte ein Bissen nehmen. Mein Reißzahn ist ausgefallen. Hey, du hast meine Uhr ruiniert. Gott sei Dank, sie ist in Ordnung. Uh-oh. Was ist denn mit dir passiert? Lass mich mal sehen. Dein Reißzahn ist weg. Das ist nicht akzeptabel. Wir müssen den Zahnarzt anrufen. Hallo? Bitte helfen Sie meiner Tochter. Dieser Zahnarzt kommt mir bekannt vor. Lass mich nachsehen. Fehlender Reißzahn, ha? Reparier ihn. Ich weiß, was zu tun ist. Lass mich nur mein Werkzeug holen. Was macht der Zahnarzt? Das sieht ernst aus. Tada! Ein goldener Reißzahn. Das ist perfekt. Setzen wir ihn ein. Ein neues Gebiss aus Gold. Ich wette, mit diesen goldenen Zähnen könntest du einen Stein zerbeißen. Oh, schau dir dieses schicke Lächeln an. Hallo, Ariel. Darf mir dein Bauch anfassen? Nein, fass meinen Bauch nicht an. Hört auf, bitte. Sind das Tentakel? Egitt! Ach du meine Güte, lass uns abhauen. Gott sei Dank, sie waren lästig. Warte mal, wo kommen diese Tentakel her? Was für eine Überraschung. Ich bin auch gekommen, um mich an deinem Bauch zu reiben. Es macht Spaß. Ach, komm schon. Was ist denn hier los? Helft mir, sie hören nicht auf, meinen Bauch zu berühren. Ist das ein Kugelfisch? Was wird er mit dem Kugelfisch machen? Ich brauche nur seine Stacheln und jetzt an die Arbeit. Ich hab sie. Ich bin wieder da. Ich habe eine Lösung gefunden. Was machst du da mit meinem Bauch? Oh, wow, so
stachelig? Aua, das tut meinen Tentakeln weh. So lang. Ich kann nicht glauben, dass diese Stacheln wirklich funktioniert haben. Ivy und Dracula sind hier, um den Arzt zu besuchen. Die Schlange ist so lang. Was sollen wir tun? Ein Vampir! Mit einem schwangeren Bauch! Wow, der sieht so weich aus. Hallo, du kleines Baby. Tritt zurück. Das ist so niedlich. Nimm deine dreckigen Hände von mir. Tu etwas, Dracula. Beiß sie nicht. Schau, beißen ist nicht erlaubt. Was können wir dann noch tun? Ich muss mir etwas einfallen lassen. Was haben wir denn hier? Eine kleine Puppe? Was hat er denn jetzt vor? Ich werde einen Zaubertrick machen, aber ich brauche die Gliedmaßen der Puppe. Sieh dir das an. Was machst du denn da? Dreh dich um, damit ich mit den Zaubern anfangen kann. Das wird der Wahnsinn. Okay. Ein bisschen Blut. Es ist, als würden die Gliedmaßen des Babys aus ihrem Bauch herausragen. Das ist ja furchtbar. Igitt! Ich bin ein Genie. Es reicht's aber. lass uns loslegen. Ariel bekommt gleich eine Ultraschalluntersuchung. Bist du bereit, Mama? Ich fange an zu reiben. Das wird ein bisschen kalt. Hallo, Mama. Hallo, Baby. Ist das ein Hai? Meine Tochter ist in Gefahr. Hilf ihr! Tu etwas! Lass mich nachdenken. Ich kann mit einem Köder herauslocken. Bitte rette meine Tochter! Es klappt. Ich hab den Hai rausgeholt. Oh Mist, wo soll ich das hinstellen? Mach's gut! Puh, Gott sei Dank. Sie ist in Sicherheit. Das war knapp. Du könntest ein Fischer sein, Doc. Ivy ist an der Reihe, einen Ultraschall zu bekommen. Setzen Sie sich, Ma'am. Okay, fangen wir an. Dann wollen wir mal sehen. Was ist denn das? Ich habe kein Blut mehr. Er hat eine Reißzähne. Oh je, das Baby hat sich in eine Fledermaus verwandelt. Er stürzt sich direkt auf das Blut der Mumie. Nein, gib mir mein Blut zurück. Ich will sterben. Ich gehe jetzt wieder. Lecker frisch. Was ist gerade passiert? Ich habe noch mehr Blutsaft. Oh, wir sind so stolz auf unseren Jungen. Wow, was war das? Hör auf, mich mit deinem Schwanz zu schlagen. Aber ich kann nicht schlafen, mein Bauch ist zu schwer. Ich hab eine Idee. Was ist da oben? Was ist los? Gib mir deinen Schwimmflügel. Ich sinke. Ich hab's. Oh nein, ich hab ein Loch hineingestochen. Aha, nichts, was ein Stück Klebeband nicht reparieren könnte. Jetzt blasen wir es wieder in Form. Es ist fertig. Aber wofür ist der Schwimmflügel? Leg einfach deinen Bauch auf das Loch. Gefällt dir das? Oh wow, das ist so bequem. Jetzt kann ich besser schlafen. Oder ich kann besser schlafen. Oder vielleicht auch nicht. Wie auch immer, Dummerchen. Ich bin bereit fürs Bett. Mein Sarg sieht so gemütlich aus. So warm. Mach zu, bitte. Ihr Riesenbauch ist im Weg. Komm schon, mach einfach zu. Dracula, komm her. Bring dieses Problem sofort in Ordnung. Mein Sarg lässt sich wegen eines Bauches nicht schließen. Das klingt ernst. Denk noch. Oh, ein Messer. Was ist das? Was will er mit dem Messer machen? Ein Loch in den Sarg schneiden? Schlau. Fast geschafft. Alles fertig. Versuchen wir's. Beeil dich, mach den Deckel zu. Wie du willst. Dein Bauch passt genau richtig rein. Gute Nacht. Ich muss kacken. Komm schon. Konzentrier dich. Wer ist denn da? Zeig dich, du Monster. Und wenn es ein böses Meerestier ist? Es ist nur Ariel. Ich tue dir nichts. Die ganzen verstreuten Snackpackungen sind irgendwie verdächtig. Was ist das? Schokolade?
Du bist so unordentlich, Schatz. Wir müssen dich sauber machen und fangen mit diesem hängenden Schrubber an. Reibe einfach deinen Bauch da dran. Das ist so schön. Es fühlt sich an wie eine Massage. Ich will das immer wieder machen. Ich bin ganz sauber. Aber wir müssen etwas gegen deinen unordentlichen Mund und deine Haare tun. Vielleicht hast du ja ein Gerät dafür? Ich bin so müde. Diese Absätze lassen meine Füße anschwellen. Ich muss sie hochlegen. Ihre Füße sind so trocken wie Cornflakes. Hey, du haltest dich besser als eine Schlange. Das ist so eklig. Igitt, da fällt mir etwas ein. Aha, ein Fußreinigungsgerät. Du musst keinen einzigen Muskel bewegen. Steck einfach deinen Fuß in das Gerät und fange an zu bürsten. Jetzt, wo er mit Schaum bedeckt ist, kannst du ihn mit einem Eiszapfen abkratzen. Sieht gut aus. Okay, als nächstes kommen die Soaking Boots. Ich werde sie mit Milch füllen und ein paar Tropfen Honig untermischen. Jetzt weiche deine Füße für eine Weile ein. Eine echte Wellnessbehandlung. Du kannst sogar deinen Tag loslegen, während du dir die Füße reinigen lässt. Fisch? Ah, Kaviar? Und Seetangsalat? Ich will das nicht. Oh, ist das ein Wurm? Das ist schon besser. Ein perfekter Belag für meinen Salat. Und du, Fischlein, bist als Menschenfutter besser dran. Bye-bye. Ich habe einen riesigen Fisch gefangen. Zeit zum Reinhauen. Schwangere Meerjungfrauen haben wirklich einen interessanten Gaumen. All diese Würmer leben noch. Warte, ich habe eine bessere Idee. Ich will Schlagsahne obendrauf. Ich hab sie. Das ist perfekt. Warte, leg noch etwas Kaviar obendrauf. Oh ja, das ist ein Fünf-Sterne-Essen. Lecker. Ich glaube, ich muss kotzen. Natürlich brauchen Vampire ein Menschenopfer zum Abendessen. Ihr Blut riecht nicht gut. Mach es besser. Ich glaube, ich habe das Salz vergessen. Nur ein paar Spritzer. Nein, ich will's trotzdem nicht. Dieses Essen ist der Kuss eines Kochs. Gib mir etwas anderes. Na gut. Wie wär's mit einem frischen, blutigen Steak und etwas Tomatensuppe? Ich will das. Was ist das? Sieht aus wie ein Halloween-Kuchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Der Augengummikuchen wird serviert. Das ist perfekt. Ich will die Sache aufpeppen. Also stecke ich diese Augengummis in den Fleischwolf. Ich fülle sie nur auf und drehe sie dann gut durch. Da sind sie. Sie kommen heraus wie Würmer. Ich muss sie immer wieder rausholen. Das sollte genug sein. Es riecht himmlisch. Die Süße wird perfekt zum Steak passen. Und ein Löffel Tomatensuppe als Krönung. Geschafft, wie ein Kochkünstler. Vielleicht sollte ich jetzt hereinhauen. Bitte nicht! Oh, das ist so schmackhaft. Meine Fruchtblase ist geplatzt, mein Baby kommt! Wasserkugeln? Oh nein, du stehst kurz vor der Entbindung. Das ist ein roter Alarm. Ganz ruhig, bring mich einfach ins Krankenhaus. Spring auf, beeil dich! Hey, nicht so schnell! Hä? Meine Frau steht kurz vor der Entbindung. Beeil dich und nimm sie mit. Okay, okay. Leg sie einfach auf das Bett. Jetzt wickle ich sie in eine Decke ein. Und drücke! Ah! Du schaffst es. Ich kann den Kopf nicht schieben weiter. Ich kann nicht mehr. Ah! Da ist sie. Sie schwimmt raus. Komm her. Ich hab sie. Sie hat freche Flotzen. Au, 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 hör auf. Seht ihr unser kleines Mädchen an? Sie ist stark wie Mama. Gib sie mir. Hallo, kleine Meerjungfrau. Das war eine flossentastische Geburt. Ich muss sicherstellen, dass meine Nägel scharf sind. Oh mein Gott, ich spüre ihn kommen. Meine Fruchtblase ist geplatzt. Hilfe!
Was ist los? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich bin in Panik. Nimm dich zusammen und ruf den Arzt. Doktor! Ich bin ja da. Die Sonne ist zu hell für Ihre Haut. Ups, Entschuldigung. Fangen wir an. Warum legst du nicht hin, Schatz? Du wirst wieder gesund. Die Decke ist bereit. Jetzt pressen. Du machst das so toll. Nur noch ein kleines Stück. Er ist so nah dran. Dein kleiner Junge ist gesund. Er hat mich gebissen. Herr Jedoc, er wollte nur seine erste Mahlzeit. Mein Hals. Ist mein Baby in Sicherheit? Oh, da ist er ja. Er sieht genauso aus wie sein Papa. Ich kann die Endlichkeit erkennen. Warte, was ist hier los? Du bist verhaftet, weil du diese unschuldige Frau gebissen hast. Sieh dir an, was du mit ihrem Hals gemacht hast. Du gehst in den Knast. Sie oder ich? Oder ist es der Schädel? Nun, das war's. Dann geht ihr beide in den Knast. Nein, bitte! Geh einfach in deine Zelle. Bitte lass uns raus. Wir müssen pinkeln. Gut, das Fischmädchen geht zuerst. Bleib zurück. Also gut, hier ist die Toilette. Mach die Tür auf. Oh mein Gott, die ist so dreckig. Ich will diese Toilette nicht benutzen. Du darfst sie nicht beschweren. Und wenn ich dich mit ein paar Perlen besteche? Wow, ich werde sie nehmen. Wir haben eine bessere Toilette für dich. Willst du mich verarschen? Das ist wie ein Urlaub. Okay, ich gehe jetzt pinkeln. Warte mal. Der Toilettensitz ist viel zu kalt. Was ist denn dieses Mal? Kalt? Ich weiß was. Es ist ein Squishy? Was hat der Kopf vor? Ich werde Squishy-Aufkleber auf den Toilettensitz kleben. Ihre matschigen Hintern werden deinen eigenen Hintern vor dem Einfrieren schützen. Toll! Oh, wie warm! Da ist die Toilette. Ich gehe jetzt eine Ratte und eine Schlange. Da gehe ich nicht rein. Es ist Zeit, meine Hypnosefähigkeiten einzusetzen. Du wirst mich zu einer sauberen Toilette bringen. Ich werde dich zu einer sauberen Toilette bringen. Die saubere Toilette ist hier entlang. Na toll. Oh, dunkel und gruselig. Diese Spinnenweben sind eine nette Idee. Aber ich mag den Geruch nicht. Hey, ist das eine Spinne? Was wird Ivy mit diesem Ungeziefer machen? Ich werde die Spinne einfach in den Tank setzen. Wenn ich die Spülung betätige, füllt die Kirschflüssigkeit der Spinne die Schüssel auf. Ah, die Luft riecht besser. Raus mit dir. Entschuldigung, ich lass dich in Ruhe. Natürlich ist die Schlange in der Arztpraxis so lang. Es sieht aus, als würde der Arzt allen eine Impfung verpassen. Die Nadel sieht gruselig aus. Ich will sie nicht. Das tut weh. Hallo, kleines Mädchen. Es wird alles gut. Es wird nicht wehtun. Stimmt's, Doktor? Zeig mir dein Arm. Nein. Er sieht aus wie ein Verrückter mit einem sehr scharfen Schwert. Hilf mir. Komm zurück. Jetzt geht's los. Sieht aus, als ob sie die Nadel unheimlich findet. Was jetzt? Oh, ich habe eine zündende Idee. Ich könnte diese matschige Flunder gebrauchen. Legen wir ihn auf die Spritze, um die Nadel zu verdecken. Na, das sieht ja gar nicht so gruselig aus. Schau, Flunder möchte dir einen Kuss geben. Es hat geklappt. Das hat gar nicht wehgetan. Flunder ist so nett. Schokolade. Wenigstens ist es Nutella und keine Kacke. Oh, sie hat Barbies Schuh verschluckt. Meine Tochter, was ist passiert? Hast du dich verschluckt? Okay, ich werde jetzt einen kräftigen Klaps auf den Rücken geben. Es hat geklappt. Sie hat den Schuh ausgespuckt. Oh je, was für ein sehr kleiner Gegenstand. Das ist wirklich eine Erstickungsgefahr. Ich habe eine Idee. Lass uns die Beine von Barbie loswerden. Warum hast du das getan? Was?
Warte nur, es ist Zeit, etwas zu basteln. Ich brauche etwas Draht, den ich durch Barbies Hüften schlingen werde. Dann werde ich den Draht biegen und ihn wie ein Meerjungfrau-Schwanz formen. Dann bedecke ich ihn mit Folie. Jetzt geben wir ihm noch etwas mehr Form. Ich gebe eine Schicht Spielknete über die Folie. So sieht es immer mehr wie ein Schwanz aus. So, jetzt ist es an der Zeit, ihm etwas Farbe zu geben. Ich gieße grünen Glitzer darüber, genau wie bei meinem Schwanz. Dann füge ich noch ein paar Pailletten hinzu, damit es noch mehr glitzert. Voilà. Unter dem Meer. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Heute bin ich für das Bügeln unserer Kleidung zuständig. Das ist echt heiß. Ich bin gleich wieder da. Ein glühend heißes Bügeleisen. Jetzt hast du glühend heiße Hände. Oh nein, deine Hände sind so rot. Es ist so heiß. Hier ist ein Eisbeutel, um die Verbrennung zu lindern. Was ist passiert? Das ist deine Schuld. Wie auch immer, gib es mir einfach. Wie der Vater, so die Tochter. Ihr beide müsst lernen, wie man ein Bügeleisen richtig hält. Wartet, eine Gießkanne. Wie ein Bügeleisen. Ich weiß. Ich werde die Gießkanne mit heißem Wasser auffüllen. Jetzt kann man sie auch als Bügeleisen benutzen, ohne sich die Hände zu verbrennen. Wahnsinn. Versuch es. Lass mich die Arbeit zu Ende bringen. Hey! So, mein Umhang ist fertig. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Das hast du gut gemacht, dass du Papa geholfen hast. Dann. Psst, das kleine Mädchen ist im Traumland. Ha, eine laufende Hand. Das ist eiskaltes Händchen. Verschämt. Was macht Wednesday Adams unter dem Bett? Was? Da bist du ja, eiskaltes Händchen. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören, herumzulaufen. Lass uns wieder schlafen gehen. Oh, wie kommst du denn hierher? Verdammter Sarg, du hast mich erschreckt. Was soll ich tun? Eine Kiste? Warte mal, ich weiß was. Schneiden wir die Kiste in sargförmige Stücke und machen Fledermauslöcher hinein. Ich werde die Seiten zusammenkleben, um das Ganze zusammenzusetzen. Ein Fledermaussarg. Und was noch besser ist, es ist eine Nachtlampe. Jetzt können alle wieder schlafen gehen. Yeah! Gute Nacht, meine süßen Perlen. Igitt, meine Hände sind so dreckig. Ich glaube nicht, dass man mit dieser schmutzigen Seife sauber werden kann. Ich sollte sie wegwerfen. Oh, Essenszeit. Hier kommt mein Essen. Ich hasse es, wenn mein Essen so laut ist. Das wird dich zum Schweigen bringen. Guten Appetit. Out! Puh, die schmutzige Seife hat mich gerettet. Ist das überhaupt noch eine Seife? Igitt, das kann nicht sein. Da ist meine Scheiße gekommen. Was ist mit deinen Händen passiert? Du kannst diese brandneue, saubere Seife benutzen. Warte mal. Der Halter ist ganz schleimig und schmutzig. Ich weiß. Zuerst werde ich den Halter mit Wasser reinigen. Dann lege ich Gummibänder hinüber. Damit die Seife sie nicht berührt. Clever, was? So ist es besser. Endlich kann ich meine Hände sauber machen. Guck mal, nicht mehr dreckig. Ich lege die Seife wieder auf den Halter. Die Seife berührt den Halter nicht, sodass ich keinen Schmutz und Schleim bilden kann. Hübsch aus? Ha? Was macht meine Tochter? Sie sieht da drüben beschäftigt aus. Kannst du dich bitte umdrehen? Hallo Mama, schau mir meinen Lippenstift an. Oh, das ist kein Problem. Warte, ist das ein Bissabdruck auf dem Lippenstift? Ich habe ihn gegessen. Lecker! Nein, 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 Lippenstift ist kein Essen. Spuck ihn aus. Na gut. Das ist schlecht. Ist nie wieder Lippenstift. Warte, bist du sauer? Jetzt fühle ich mich schlecht. Seh dir dieses düstere Gesicht an. Was soll ich jetzt tun? Oh, ich weiß. Pralin, was hat Mama vor? Nimm einen Löffel voll Schokoladenscheiben und erhitze sie über einer brennenden Kerze, bis sie ganz geschmolzen ist.
Jetzt gieße ich die geschmolzene Schokolade in eine Lippenstifttube. Hier, nimm einen Schokoladenlippenstift. Er ist essbar. Nimm ein Bissen und probiere ihn. Das ist cool. Er schmeckt wie Schokolade. Danke, Mama. Mein süßes Mädchen. Ich habe so viel in dieses Buch investiert. Ist das ein Laser? Richt ihn nicht auf Papas Stirn. Er brennt. Oh nein. Kocht Mama etwas. Meine Stirn brennt. Mach es weg. Nimm es weg. Wasser. Oh, was für eine Erleichterung. Huh? Dein Gesicht. Keine Laser mehr für dich, junger Fisch. Oh Mist. Oh, Klebeband. Perfekt. Ich benutze meine Telekinese-Fähigkeiten. Ich hab's. Was hat Papa mit dem Klebeband vor? Ich werde den ganzen Raum mit Klebeband auskleiden. Genau wie ein Laser-Security-System. Jetzt sind wir auf einer Mission. Schau, was ich gemacht habe. Hier sind überall Laser. Das ist der Hammer. Ich bin eine Spionin und ich muss durch diese Laser gehen. Der Trick hat geklappt, wie bei einer echten Spione. Ein letztes Stück. Was zum? Gibt es eine Erdbeben? Nein, nur das kranke Mädchen hustet. Du brauchst Medizin. Mein armes Mädchen, du glühst ja förmlich. Zeit, deine Medizin zu nehmen. Ich habe die Blutstropfen hier. Ich will aber nicht. Das ist schon gut, schmeckt wie Blut. Nein, ich hasse Medizin. Ist das so? Dann ist es an der Zeit, einen Trick auszuprobieren. Ich hole ein paar Blutstropfen und fülle die Knöpfe eines fischförmigen Poppet. Er sieht aus wie ein guter Freund Sebastian. Sie sind fast fertig. Wir müssen sie nur noch mit deinem Schwanz kühlen. Die Gelees sind fertig. Versuch es mal. Schau, es ist so weich. Es ist so saftig. Hey, was ist mit mir? Na gut, jeder darf mal probieren. Von dem ganzen Meersalz hat die Meerjungfrau Puppe Pickel am Hintern bekommen. Mega, die sehen nicht so schön aus. Ich will die Pickel am Hintern ausdrücken. Los geht's. Aber das gibt deinem Lolli einen zusätzlichen Geschmack. Puh, das war anstrengend. Ich will meinen Lutscher. Ah! Hör auf, du kannst dein Lolli nicht mehr essen. Schau, wie dreckig er ist. Aber ich will meinen Lolli. Was soll ich tun? Mein Muscheloberteil? Ich habe eine Idee. Muscheln schützen nicht nur Perlen, sie können auch Lollis schützen. Lecker, das ist so lecker. Ich bewahre ihn erst einmal auf, während ich noch ein paar Pickel knacke. Bist du bereit? Wenigstens bekommt die Muschel eine Dekoration. Dass es noch mehr gibt, die nehme ich auch. Was machst du denn da? Du sollst dir doch die Zähne putzen. Sieh dir diese Sauerei an. Au, da ist deine Zahnbürste. Los, los, geh. Nein, ich will nicht putzen. Denk nach. Ist das ein Wurm? Ah, ich weiß. Wenn sie Würmer will, bekommt sie Würmer. Ich werde aus Zahnpasta Wurmfiguren machen. Das sollte genug sein. Ich will etwas Backpulver über die Würmer streuen, damit sie die Zahnpasta fest genug machen, um sie an den Haken zu stecken. Jetzt geht's los. Ich stülpe den Zahnpasta-Wurm über den Haken, genau wie einen echten Köder. Schau, ein Wurm. Mein Lieblingswurm. Er schmeckt sehr nach Minze. Es reinigt auch gleichzeitig deine Zähne. Ihre Zähne glänzen wie eine Perle. Selbst Meerjungfrauen können einem leckeren Kuchen nicht widerstehen. Wo ist das Messer? Ariel ist dir wohl zuvor gekommen. Hä? Nein! Du könntest dir die Finger... Igitt, das ist ganz schön viel Schleim, mein Schatz. Oh nein, du glühst ja. Du musst Medizin trinken. Mit einem Löffel Hustensaft wird es dir gleich besser gehen. Nimm ihn. Schatz, tu etwas. Mal sehen. Vielleicht kann uns ein Fischer helfen.
Wo kommt das her? Ich sinke. Was will Papa mit einer leeren Getränkedose machen? Ich will eine Limonade. Ein Moment, Schatz. Hier, bitteschön. Papa hat den Hustensaft in der Dose versteckt. Das ist so schlau. Was Ariel nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist lecker. Mein Mann ist so ein genialer Fischmensch. Ariel ist ganz schmutzig, weil sie so viel mit Sand gespielt hat. Ich will eine Sandburg bauen. Warte, da ist etwas drin. Ich glaube, das Wasser wird uns verraten, was es ist. Mal sehen. Ich sehe etwas. Was ist es denn? Wow, es ist ein Spielzeug. Papa, schau mal. Hä? Ariel, sieh dich an. Du siehst aus, als hättest du einen Sprung in den Müllcontainer gemacht. Wir müssen dich jetzt sauber machen. Los, geh duschen. Ich hab keine Lust. Ich will lieber spielen. Deine Mama wird mich umbringen, wenn sie dich so sieht. Hä? Ist das eine Krabbe? Ich weiß, was zu tun ist. Was kann eine Krabbe schon ausrichten? Ariel, sieh dir das an. So viele Blasen. Macht doch Spaß, oder? Folg mir und ich zeig dir, wie lustig diese Krabbe sein kann. Seifenblasen, Seifenblasen, Seifenblasen. Siehst du? Die Wanne ist mit noch mehr Blasen gefüllt. Wahnsinn, ich will da rein. Dann hüpf rein. Juhu, ich liebe Seifenblasen. Jetzt lass uns den Schmutz abwaschen. Papa hat Ariel erfolgreich in die Badewanne gelockt. Das war ganz einfach. Ich glaube, ihr habt es gefangen. Komm mit. Ein Singen von oben. Was ist in dieser Kiste? Ein Apfel und Pommes? Ich gebe Nein zum Apfel. Ha? Woher kommt dieser Apfel? Was? Menschliches Essen schmeckt so. Wusstest du, dass Pommes ungesund sind? Ist stattdessen ein Apfel. Nein! McDonald's Pommes und ein Apfel? Ich weiß was. Zuerst schneide ich den oberen Teil des Apfels ab. Dann löffle ich den mittleren Teil aus und schneide ihn in Pommesform. M wie McDonald's. Und sie sehen aus wie die Pommes. Was können sie essen? Abschneiden! Ich muss etwas Schnelles wie einen Blitz machen. Ist es ein Papiermesser? Hier, kleine Meerjungfrauen können nur Papiermesser benutzen. Schau mal, wie leicht ein Papiermesser durch den Kuchen schneidet. Deshalb sollten wir einen Papierschnitt nie unterschätzen. Das ist so lecker! Das war knapp. Ariel freut sich auf das Mittagessen. Vegetarische Algen? So kann man sich auch den Appetit verderben. Ich hasse. Es ist gut für deine Flossen. Es ist okay. Ich bin nicht überzeugt. Wow, geht Mama heute irgendwo hin? Schöne Ohrringe. Ich will auch Ohrringe. Soll ich einen anstecken? Lass mich mal versuchen. Ah, das tut weh. Wo ist mein anderer Ohrring, ha? Huh? Was ist passiert? Nun, deine Ohren sind nicht gepierst, aber eine Muschel? Ich habe mir etwas ausgedacht. Was will Mama mit der Muschel machen? Schau, in der Muschel sind Perlen. Diese werden deine Ohrringe sein. Aber zuerst brauche ich eine Büroklammer. Ich werde die Büroklammer in zwei Hälften schneiden und an beiden Enden Kleber auftragen, um die Perlen anzukleben. Das wird nicht wehtun. Ich kann sie einfach an deinem Ohrläppchen einhaken. Einfach so. Sie sind so hübsch. Ich liebe sie. So hübsch wie deine Mama. Ariel überlegt, ob sie etwas mit ihren Haaren machen soll. Oh nein. Will sie sie etwa abschneiden? Nein, schneid nicht dein kostbares Haar ab. Das ist ein großes Tabu. Aber meine Haare fallen mir
nicht? Schauen wir mal, was wir tun können. Oh, ist das eine Barbie-Puppe? Was hat Mama vor? Ich werde dir einen schönen kleinen Zopf machen. Wir sind fast fertig. Jetzt machen wir die Sache noch etwas spannender und besprühen dein Haar mit einer leuchtend grünen Farbe. Wir müssen sicherstellen, dass wir jede Strähne erwischen. Es sieht aus wie der Schwanz einer Meerjungfrau, oder? Jetzt brauchen wir nur noch Barbie und schon hast du Meerjungfrau-Barbie-Haare.